Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, ich sehe gerade, er hat wieder mal einen Luftnummer. Er hat die Arme oben, ne? Ja, wir werden mal gleich mal hochlegen. Erstes noch machen wir noch kurz den Anschalten, dass er hier erscheint. Und viel Geld ist. Und dann können wir loslegen. Können wir schießen. Und dann werden wir eben kurz mal absenken. Und dann mit Tempomat ersten Gang einlegen, ne? Ja, die erste Ladung ist schon mal hoch, knapp 18.000, nicht ganz, aber wie gesagt, 5 km/h ist ein wenig, nur auf 10 gehen. Müssen wir manuell ein bisschen Gas geben, weil das geht hier automatisch nicht, ob diese 15 km/h oder 10, wenn ich haben möchte, ne? Hier plus plus 2 ist rotieren, 3, 4, so, Fahrzeuge ranholen. Aktuell haben wir keinen eingestellt, also die waren schon fertig. Gut, 1000. Das haben die 1000, eine Feld und eine Streifen, die wir gestern aufgehört haben. Na ja, gut. Und mal zurückfahren, ne? Ja, hier können wir einiges an Arbeit an, ne? Also vielleicht holen wir uns am nächsten Mal Güllefass und bringen wir einen Gärrest auf, ne? oder auch Klärsand. Probiert mal ranzufahren, ob wir es kaufen können oder ob wir dafür Geld kriegen. Normalerweise müsste ich froh sein, wenn wir das entsprechend auch verarbeiten. Na, eher mal, ne, dass wir das in einem Hof, in einem Feld unterbringen können. Zum einen, weil ja das übrig ist, zum anderen, weil das müssen wir irgendwo hinbringen. Das kann man ja nicht so einfach so irgendwo hinbringen. Ne? Also auf meinem Feld würde ich es anbieten für einen guten Preis. Aber ob das so ist, das BGH ist ja gegenüber. Da ich ja noch kein Meister verkauft habe, ich weiß gar nicht, was geht, kann ich gar nicht sagen, ob da überhaupt was da ist. Ne? Vordüngen bringt ja auch nichts. Das ist ja Quatsch. Also normalen fester Dünger zu nehmen. Da müssen wir höchstens bei der Aussaat entsprechend einstellen, dass wir da ein bisschen mehr einstellen. Ne? Bräuchte eigentlich so ein Düngetransporter, palettenmäßig, ein LKW, Traktor oder so, der entsprechend Paletten da hat und im Prinzip gleich vor Ort auffüllen kann. Ne? Die größten Bauern haben ja alle mehr oder weniger Big Bags. Wir werden uns sehr sicherlich nicht anfangen. Und die könnten wir theoretisch sogar öfter verwenden. Der Big Pack ist ja, wenn man das gereinigt ist, schon sauber ist, trocken gelagert ist, kann man ja das entsprechend sehr gut unterbringen. Ne? Da habe ich mal gesehen, so ein Live-Video mit richtigen Bauern. Und der hat sein Saatgut bei Nachbarnbauern aufbereitet. Vom eigenen Feld, kann man sagen, die eigene Ernte. Hat er so erzählt, das ist der Zahl für den Original. Betreiber von Saatgut eine Lizenz, damit sonst darf man hier normalerweise nicht machen und sich irgendwie mit Rechten, keine Ahnung. Ansonsten muss man Saatgut neu kaufen. Ne? Das geht bei einigen Sorten, bei anderen Sorten geht es wohl nicht. Bei Hybrid-Sorten im Prinzip, also die Züchtung im Prinzip. Aber passt das nicht so genau, also weiß ich auch nicht. Jedenfalls hat er dafür eine Lizenz bezahlt, dass er das machen darf. Beim Saatguthersteller eigentlich. So.
seltsam, dass er ist bei ja, mal 1000, mit 1500 ungefähr. Geschwindigkeit ist 10. Knapp 10. 1100. Ich habe zwei Ladungen von wieder rein im Überhänger. Ist ja nur ein 18.000er. Aber da muss man auch dran denken, Tyler Bowers am Anfang, der hat auch nicht so viel, ne? Und ich wüsste gar nicht jetzt direkt auf größere Hänger geben, ne? Also werden wir ja wahrscheinlich im Herbst sehr oft zum Händler fahren, ne? Ist ja leider so, ne? Vollgas geben, ne? Geht auch. Ja, 7000 fast. Wir gleiten her, sobald wir oben angekommen sind, zum Abladen, rüberfahren. Anhänger. Dann haben wir noch ein Stück vor uns. So, schätze mal, dass wir hier ungefähr 40.000 Liter ernten werden. Das muss ich merken, fürs nächste Jahr, ne? Viele Fruchtsorten haben wir hier nicht, außer Getreide und Mais. Also Fruchtfolge in dem Sinne, glaube ich, geht nicht. Anführungszeichen. Denn nur Getreide ist ja auch so eine Sache. Ne? Also was Gutes haben, wir haben jetzt hier einen gewissen Humusertrag durch den Stroh, ne? Das ist gleich Eichenzell, ne? 8,3, 8,5 fast. Das wird eng. Das wird nicht ganz reichen, unser Fassungsvermögen für den Bunker. Das schenken wir mir auch nicht. Da könnte doch hinkommen. Ne? 9000. Ja. Und 2, das reicht. Und 3. Hat das Feld ja nicht, also nicht perfekt gedüngt, sagen wir so. Hat zwar die Menge ungefähr im oberen Drittel gehabt. Oberen Bereich. Aber wie gesagt, ja, hier mal ganz kurz anhalten und die Lenkung aufhalten, sonst will er mal wieder auf die Spur. Die fahren wir nicht auf dem Feld rüber, das machen wir nicht, bei dem kleinen Feld. Zwecks Bodenverdichtung. Also hier flackert ein bisschen die Grafik, das liegt aber am Spiel. Ne? Also, das könnte auch das von... Ja. Da wo jetzt der Auspuff ist, ne? Das geht einigermaßen. Ist halt so. Und jetzt hätte ich O gedrückt im LS und dann hat er jetzt nicht aktiviert, ne? Ja, mit O geht das auch. Okay. Mit O. O kann man wieder GPS aktivieren. So. Kurz mal vor ausfahren. So. Ne, start noch nicht. Das wäre jetzt ungünstig, wenn es hier abkippen würde. Ich wüsste gar nicht, wie es aufnehmen sollten. Fahrtlader habe ich noch nicht gesehen. Oder wie ich kaufe. Bremse. Müssen wir mal gucken. So, den Modus aktivieren. Wo gehen wir ab, ne? Ja, schon. Einen schönen Samstag sehe ich gerade so, ne? So, vielleicht für einige so spät. Ich hoffe mal, dass es nicht zu spät ist. Ne, Samstag? Nee, falsch. Hier ist ja Kette am Kopf. Samstag mal vorbei. Das ist ja jetzt Mittwoch. Nächste Woche. 11., 12., 13. Ja, hier Kettle, das ist eine andere Reihenfolge wie LS. Ich überlege, ob ich das mal gleich machen werde, aber wiederum ist es ganz gut so. Dann habe ich ein bisschen Polster bis zum Montag für LS auch noch fertig zu machen. In allermeisten Fällen ist früher fertig, meistens Donnerstag und Freitag. Die Aufnahmen meistens schon am Donnerstag. Nur das Bearbeiten dauert seine Zeit.
meistens noch kann immer zur Not. Zur Not kann man immer noch zwei Folgen oder eine Folge arbeiten und dann entsprechend gleich hochladen und alles fertig machen. Das geht sicherlich. Ist auch zeitmachbar. Aber wie gesagt, ich habe ganz gerne, dass ich 7 Folgen am Stück hochlade und dann 7 Stück die ganzen Beschreibungen reinbringe. Und es macht sich besser, ne? So, oh. So, macht das automatisch. So. Und man sieht und lenkt gleich ein. So, dann mal runter. Wow. Den lenkt man jetzt nicht, den lenkt man jetzt, lass mal den GPS lenken. So, sind für optimale Arbeitsbreite, weil. Ja, gut, im Normalfall sitzt man drin, ne? Und dann ist es ganz gut, wenn man das so betrachtet, ne? Und da kann man genau die Kante treffen mit GPS und da hat man da auch wieder eine gerade Kante, das kann man so einige Arbeitsbreiten einsparen, ne? Die modernen Geräte haben heute alles ein bisschen besser, kann man sagen, ne? Also die Zeit wirklich, gibt doch gar nicht. Ja, jetzt haben wir schon mit Alfen, wir brauchen einen Drescher. Ungefähr ein Richtwert, was wir brauchen beim nächsten Mal, ne? Und vermerken. Und ich glaube nicht, dass ich Mais machen werde so schnell, weil Mais. Muss ja auch noch irgendwie alles, mehrere Fahrzeuge, Angestellte, das kostet alles Geld. Und dann bräuchten wir, glaube ich, größere Felder, um die entsprechenden 1009. Ach, hier ist der Trakt, das ist ein weniger, glaube ich. Wie gesagt, hier hatte ich ja ein bisschen, weniger gedüngt. Und wir haben im ersten Teil mehr gehabt. Oder? Beim ersten Mal hatten wir mal 2,7 glaube ich gehabt, die erste Spur. Machen wir auch noch weniger. Nö. Das ist einfach gleich. Oh. Fast 2,8. So, nächste Bahn. Ist ja verrückt, ne? Absenken. Wir geben mal wieder den Bruder. Auf geht's. Aber hier ist schön animiert den Knopf, ne? Bis auf die Grafik ist das ein bisschen noch ausbauwürdig, ne? Also würde ich meinen. Mein Geschmack ist das ein bisschen noch ausbaufähig. Aber draußen so ist ganz gut. Computermäßig, ja, warm ist er ja schon ein bisschen, ne? Ja. Man kennt schon Hände wärmen bei, ne? Jetzt hat keine Geschwindigkeit an. Oh, ich sehe was keine. Mal sehen, dass wir jetzt alles am LKW raufkriegen. LKW, wie mit auf LKW. Einfällen haben wir noch. Leider. Aber gut, wir wollen brauchen auch Geld, ne? Spiegel ein bisschen, ja, da geht's. Und da der eine sieht man nur vorne rechts. Ja. Das wird nicht reichen. Wir werden einmal hochfahren müssen. Wahnsinn. Meine Folgen ein bisschen länger machen, 5 Minuten vielleicht. Und so ein Glück und Algorithmus, ne? Das ist das einzige Problem.
Sonst kommen wir nicht voran, ne? Mal schauen, bis das Feld fertig ist. Ja. Ich mach mal noch 5 Minuten. Im Grunde haben wir Glück, dass es trocken ist. Nicht nass. Wir haben ja im Norden oft, also ich komme ja aus dem Norden, der wird zwar in Österreich, aber im Norden haben wir relativ häufig Regen. Wenn es mal Regen ist, dann haben wir länger Regen. Liegt aber daran, dass wir ein Tiefelwetter haben. Also entweder oder, entweder haben wir schön oder wir haben Regen. Oft ist auch noch früh Schauerwetter von Ostsee, im Prinzip von einem feuchten Luft reinzieht, je nachdem wie der Wind kommt. Das kommt auch vor. Das ist aber eher im Herbst der Fall, weil es kühler wird, aber vorher ist im besten Fall Küstennebel, ne? Sag mal schön. Wenn der Nebel reinzieht, dann müssen die Bauern warten, bis die Getreide trocken geworden ist von der Sonne her. Ich hatte mal Urlaub gehabt als Kind auf Rügen, da war immer bis 11, 10, 11 war immer neblig. Und dann gedacht, das ist hier damals nicht so genau, ne? Also, oder gar nicht mit den ganzen Phänomenen und so, ne? Wie das kommt. Wenn sich die warme Luft über die Ostsee zieht, dann bildet sich Nebel und da zieht der Kann ins Land reinziehen. Wenn da Rügen eine Insel ist, war das da der Fall. Und ich habe mir nur gedacht, so Herbst ist ja eigentlich normalerweise Nebel, steht ja so Urlaub versaut. Ne? Aber trotzdem waren nachher doch noch 30 Grad, ne? Erstaunlicherweise. Hat sich nachts im Prinzip der Wind gelegt und der Nebel gebildet. Falken hoch, aber wie gesagt, sichtbar schlecht. War ein Jahr lang so, wie ein Jahr nicht. War öfter mal auf Rügen, Urlaub. Schöne Strände, ruhig gelegen, aber wo Bahn waren. Wahnsinn, von der Karte haben wir noch ein paar Bahn zu machen. Jetzt haben wir 8000 drin. Müssen wir sowieso zum Traktor fahren, aber beim zweiten Mal im nächsten Feld halt. Ne? Heute machen wir mal leer. Jetzt war das Feld fertig. 8200, 8300. Oh, 1500 Pflaster, wenn wir leider mal höher fahren zum Traktor. So. O, B und O ausmachen, Lenkung. Rüber geht's. Nehmen wir den Weg, den Feldweg. Und Gas geben. Der Rechner gibt auch Gas. Bin ja später gespannt, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, ein paar Felder mehr haben, dann werden wir auch KI-Bauer, also KI-Kräfte einstellen als Helfer. Vielleicht lasse ich auch im Herbst mal die beiden Felder mit Gruppen oder so oder Tellern, einen Helfer. Gucken wir nur zu oder mal sehen, ich weiß noch nicht genau. So. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber Bremse. So. Mit Mausrad. Kurz aktivieren. Kontrolle. Ob passt. Ja, passt noch nicht ganz. Jetzt passt das. Entschuldigung, Mausrad. War das für ein Teil? Großverteiler ist ein Hecker, das ist aber Absicht. Das ist Arbeitsmodus. Achso.
Und das? Tankklappen öffnen und schließen. Aha. Ach hier, oben das X gemacht haben. Ja, Anhänger kriegen wir nicht ganz voll. Aber wie gesagt, hier noch den Rest abernten und die Folge für heute beenden. Das ist blöd, Anführungszeichen. Ne? Ich möchte nicht zu lange machen, die Folgen, aufgrund des Algorithmus bei YouTube. Wegen Vorschläge für weitere neue Zuschauer. Worauf ich im Grunde angewiesen bin. Um dass der Kanal auch wachsen kann. Und ein anderer Kompromiss ist, im Grunde F. Also wenn ich im Menü aufhabe, geht nicht F. Dann kann ich nicht lenken. Sollte nicht reinfahren, Bruder. Gut, viel Schaden auch nicht gemacht, zum Glück auch. Ein paar Meter nur noch machen heute. Ein paar Meter. Komm her, komm wieder. Dann können wir die neue Folge beginnen mit wegfahren und. Ja, im zweiten Film halt beginnen, ne? Das ist ja ein bisschen kleiner. Aber das ist halt so, ne? Ja, oh, ne? Das automatisch fährt. Hoffe ich jedenfalls. C. Sieht so ein bisschen grafisch besser aus. Alter, sieht hinten. Hören Sie. Gucken mal. Ja, nicht eng schon. So. Es schlingert ein bisschen, ne? Das fällt vielleicht nass oder so? Keine Ahnung. Das kann auch sein, theoretisch, wenn das Feld nass ist, dass entsprechend die. Ja. Der Boden schmiert und entsprechend nicht gut vorankommt, ne? Oder mit der Physik beim Fahren an sich im Spiel, ne? Das hat nicht ganz so reibungslos funktioniert. Aber das werden wir nicht rausfinden, so schnell. Letzter Update kam er zu Weihnachten. Mit neuen Steinberg für gerade aktuell nutzen. Und Stromanhänger. Ich bin auch vom Stromanhänger nicht so ganz begeistert. Weil das Beladen mit dem Radlader, das klappt man nicht richtig. Das wäre eine Tour. Auf lange Sicht das aufzuladen und dann rutschen sie wieder runter. Ne, das ist das Problem. Die bleiben nicht liegen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, habe bei Szenario gerade so geschafft, dass der fünfte dann halt, bevor das fertig war, wieder runtergerutscht war. Ne? Das ist schon äußerst ärgerlich. Ich habe hier so eine Seitenkontrolle rechts. Kann man normalerweise steuern, die Geräte. Geht hier noch nicht. Beziehungsweise ich habe es nicht hinbekommen. So, da werde ich erstmal warten, bis es richtig klappt. Dann können wir auch mit Stroh entsprechend aufmachen. Natürlich wäre es im Idealfall so ein Stroh-Ladegerät, wie sie bei der S haben. Zumindest ein einfaches, wenn man lieber als hier das Mühefahren mit Hand aufzuladen. Ne? Weil Stroh verkaufen an sich kann man damit kein Vermögen verdienen. So, ausrichten. Dann mal kurz rundum eingreifen. Scharf rechts. Nächste Spur. Dann haben wir noch zwei Spuren. Wahnsinn. Halt. Nicht ausschalten. Nur senken.
und Gas geben. Ja, haben das erste Feld auch schon fast geschafft, ne? Also wie gesagt, da könnte ich jetzt ja. Machen wir fertig halt, ne? Ich werde aber schneller fahren, ne? Kann ich Gas geben hier? Ganz schnell. Ob das so realistisch ist, ich weiß es nicht. Ob wir da vielleicht Verluste haben bei der garantiert. Normalerweise packt er das nicht. Ne? Also mit Häcksel und mit Ausdreschen und so, das ist dann heftig. Ne? Ich lasse ja in allen meisten Fällen drüber arbeiten, einfach von Helfer machen. Und ich würde dann nur abfahren. Ne? Da hätten wir auch zu tun gehabt. Naja, der nächste Feld, das lohnt nicht, das ist kleiner. Ich sag mal, dieses Jahr nur noch so hinkriegen. Wenn wir auch nächstes Jahr noch hinkriegen können, dürfen, müssen, weil zwei Felder, da lohnt sich nicht, so viel mal einzustellen. Ne? Wenn wir 7, 8 mehr haben, dann geht das, ne? Das persönlich entlassen wir eine 8. Aber stehen lassen rechts. Das geht nicht. Wir müssen in den mittleren Bereich. Ich habe gelenkt aktiv, dass ich nicht aus der Spur komme. So. Aber ich staune, dass alles reif geworden ist. Und nur dazu sagen, ich habe auch ein bisschen länger stehen lassen. Ne? Weil da war ja einige Stellen, die waren noch nicht grün. Die hat er dann garantiert nicht gemacht. Ne? Da steht hier nicht drauf, das ist nicht gut. Mal runter. War aber jetzt nicht so, dass wir da durchfahren, ne? Oh. Greifen wir nicht ein mit Lenkung. Das macht er eh automatisch. Ich hab eigentlich nicht gesehen. Alles schaut jetzt lang genug, ne? Ist ja noch tschüss. Ciao. Ja, morgen geht's hier weiter hier. Bei Kettel und Kopf, Getreideernte, Weizen. Ja, ich muss ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen, fleißig liken und noch einen anderen Kommentar. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.